Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Und ja, wir waren hier letzte Folge noch am Rumbau. Das sage ich gleich. Wir müssen noch eine Spitzhacke holen. Beziehungsweise ich gehe mal ganz kurz nach unten und leere mein Inventar aus, weil es wird wahrscheinlich noch sehr voll werden, diese Folge. Ja, gut. Auf die heutigen Themen komme ich gleich zu sprechen. Batchwork Saplings brauchen wir gerade mal nicht. Die sind nicht so wichtig gerade. Gut, die Treppen, da werden wir noch einige brauchen, aber wir bauen eh wieder einiges an. Ja, Stein ab, deshalb ist es halb so Wind. Wind, genau, das halb so Wind, das ist da auch schön. Gut, ja. Haben wir noch was, wir mitnehmen könnten? Glasscheiben. Glas, nicht das normale, die Scheiben bitte, die hier. Jetzt sehe ich die auch. Brauchen wir wahrscheinlich mehr, deshalb nehme ich das normale Glas auch gleich mal mit. Und wir haben ja doch sicher noch irgendwo Stone, ne? Stein. Oh, hier haben wir nochmal ein Stack Eisenerz. Ah, das ist ja schön. Das ist ja super schön. Das ist wunderbar. Stone Bricks. Ich nehme die mal mit, um zu gucken, wie die aussehen. Steini, Stein, Stein, wo bist du? Der Gebrannte. Ja, da fängst du jetzt zu pissen an. Das ist doch schön. Stein! Da. Siehst du, er hat geholfen. So. Ich baue mal ganz kurz noch drei Spitzhacken. Die eins, die zwei und die drei. Gut. Jetzt ist Nacht? Nein, ich glaube, es ist mitten am Tag, ne? So, auf jeden Fall haben wir letzte Folge da hinten. Also wir haben sehr viel über Wissen und Charisma gesprochen und haben hier angefangen, eine Treppe zu bauen, wo das hier weg muss. So. Was ich jetzt mal machen werde, das hier ist eh Blödsinn. Da hätte ich gar keinen Stein gebraucht. Weil der Boden wäre sowieso aus Cobblestone. So, einen Moment. Ich mache das mal ganz kurz. Ich mache den Boden hier mal ganz kurz aus Cobblestone. Dann erkläre ich ganz kurz, was wir hier eigentlich machen. Und wie das funktionieren soll. Und dies, das und sowieso. Gut, dann lese ich auch gleich die Themen von heute vor. Das wäre ganz gut. Und mit dem hier warte ich noch. Da warte ich noch. Weil ich mir dann noch nicht sicher bin, wie wir das bauen sollen. Beziehungsweise werden. Und ja. Es ist ja dunkel hier. Gerade wenn es regnet. So. Hier werden wir auf jeden Fall eine Fackel hinsetzen können. Gut, also, das soll so eine Treppe werden, die hier so runter geht und dann da weiter runter geht und dann nochmal weiter runter geht und nochmal weiter runter geht, bis wir eben ganz unten sind. Das, was eine Treppe halt so macht. Gut. Dich nach unten bringen. Gut. Was das hier werden soll, ist, dass man hier von oben ein bisschen nach unten gucken kann, wo die Treppe halt so lang geht. So. Gut, ich glaube, wir haben da was angefangen. Und außerdem bin ich blöd, ne? Ich bin echt blöd. Naja, dann machen wir das halt so. Dann machen wir das halt so. Ist ja halb so schlimm. Ich wollte hier zwar so eine Fläche rüber machen, wie da oben. Und da so lang geht und dann hier das, so eine Treppe runter hat. Aber, grundsätzlich ist es egal, wenn wir das darunter sowieso ausheben müssen. Deshalb machen wir das mal so. Und hauen da gleich ein bisschen Cobblestone rein. Genauso wie hier. So. La 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 la. Zack, 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 zack. Hier Fackel wieder hin. So. Also, die heutigen Themen. Von unserem schönen Zufallsgenerator sind Leitkultur, Power, Hinrichtung, Beweis und Fitnessstudio. Also, drei Sachen würde ich nur ungern kombinieren. Ne, vier ihr. Power, Hinrichtung, Beweis und Fitnessstudio.
Das wird wieder so eine Top-Crime-Scene ergeben für irgendeine, ne? Ermittlungsserie. Das wird wieder schön sein. Ein Bauer, der im Fitnessstudio trainiert, hingerichtet wird und, ja, gibt es irgendeinen Beweis. Wie zum Beispiel diese Fackel hier. Wow. Blut beschmiert. Mit einer Hantel obendrauf, hängt die da. Die Fackel vor allem. Der Hauptverdächtige ist die Fackel. Niemand sonst. Wer könnte es denn sonst gewesen sein? Es war ja niemand hier. Gut, wir graben jetzt hier munter vor uns hin. Letzte Folge haben wir ja sehr viel über Wissen und Charisma geredet. Was ich echt spannend finde. Die Themen finde ich super, super spannend. Deshalb kann es sein, aber da öfter drüber reden. Und ja. Beziehungsweise wir haben über Wissen, Beherrschen, Charisma und ja. Und so gesprochen. Gut, hier kommt dann nochmal eine Treppe hin. Da so, ich weiß, es ist gerade ziemlich dunkel. Ich mache jetzt eh schon Licht, so besser. Ich hoffe es doch. So, hier mal die drei und da geht es dann wieder nach vorne. Wo wir dann gleich wieder draußen sein müssten. Theoretisch. Ganz genau. So, boah, das ist echt viel an Höhenunterschied, was wir hier haben, ne? Auch wenn es nur jeweils 4 Stufen sind. Das war ja schlau. So. Ja, das ist einiges an Höhenunterschied. Gut. Das müssen wir alles rausreißen. Das ist ja lustig. Da habe ich mir echt was vorgenommen. Ach du Scheiße. Aber dann können wir da zumindest mal vernünftig raufgehen. Das hat doch auch was, oder? Das hätte doch auch was. So, da, genau. La, 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 la. Wie man die Wände und so weiter machen, das weiß ich noch nicht. Vielleicht lassen wir Stein, wer weiß. Wer weiß, wer schwarz, das müssen wir jetzt auch mal so sagen. Und nein, ich möchte mich dazu nicht äußern. Zu den Geschichten in den USA. Ich weiß, wenn man da seinen Standpunkt nicht klar vertritt, dann wird ja immer so gesagt, ja, du bist für das Schlechtmöglichste. Zumindest wird das angenommen, wenn man da seinen Standpunkt nicht aktiv verteidigt, beziehungsweise preisgibt. Und ja, also ich bin kein Gegner der Bewegung, die da gerade geschieht. Auch wenn ich da jetzt nicht grundsätzlich drüber sprechen möchte, weil das haben schon gefühlt alle anderen gemacht. So. Gut. Und weil das gerade jeder anspricht, muss ich das ja nicht ansprechen. So. Gut. Das war's mit der Schaufel. Die hat ja nicht so lange gehalten. Ich glaube, jetzt wird's Nacht, ne? Da kann man mal schlafen gehen. Theoretisch. Und das war jetzt nicht so gut, da wir den da abgebaut haben. Da könntest du uns gleich aufs Maul legen. Wenn wir da noch raufgehen, das wäre nicht so gut. So, la 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 la, wir ruppen hier ganz fröhlich alles raus. Oh ja, gib mir die XP. Gib mir diese leckeren XP. Lecker, lecker, lecker. Oh, sind die schön. Kohle brauchen wir eh wieder ein bisschen. Ich meine, wir haben noch einiges an Kohle von unserem ersten Höhlentrip. Aber Kohle ist nie verkehrt. Kohle ist in der Tat nie verkehrt. Deshalb nehme ich die auch mal mit. So. Gut. Ja. Ja, gut. Zu den heutigen Themen. Was möchte ich denn ansprechen? Hinrichtung. Nein. Keine Ahnung. Fitnessstudio. Ja, ich war schon mal in einem Fitnessstudio für ein paar Monate. Weiß nicht. Ich habe aktuell nicht die Motivation dazu, dass ich da wieder irgendwas mache. Auch wenn es vielleicht ganz cool wäre. Es wäre eine coole Abwechslung. Aber ich muss eh bald wieder arbeiten und ich habe eine körperlich anspruchsvolle Arbeit, würde ich mal behaupten. Deshalb erspare ich mir da gerne das Fitnesscenter. Auch wenn ich sowas ultra cool finde und auch gerne hingehen würde, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte. Und auch mehr Lust. So.
Na. Ich baue hier mal so ein bisschen zu. Gut, dann baue ich hier gleich Fackeln hin, keine Sorge. So. Oh, da haben wir ja noch nicht ganz fertig gegraben. Naja, es geht sicher aus, dass wir da hochgraben. Ohne dass wir uns da wieder hochstacken müssen, wenn wir natürlich entschiften. Was hier ein bisschen gefährlich ist teilweise. Aber naja. Gut. Gut. So. Dann haben wir hier die erste Etage im Prinzip schon fertig. Ja, es ist ja toll. Da wollte ich Glas machen. Da wird auch Glas hinkommen, egal was der ist. So. Alles weg. Dann kommen hier wieder die Logs hin. Wie oben schon gehabt. Ich weiß, wir haben jetzt gerade aktuell noch nicht so viel Glas. Wo haben wir denn hier die Glasblöcke? Hier. Ich mach das mal so, dass uns hier nicht runterlegt. Ich möchte dann hier die Fassade komplett bis runterziehen, also bis hierhin. Aber erstmal nicht. So. Immer Gravel. Reißen wir mal ganz kurz raus. Gut. Den hier auch, aber... Ja, den werden wir eh noch ersetzen müssen. Mit Stein. Mit Stein, aber das machen wir nachher. Die Erde reiße ich auch mal raus erstmal, auch wenn die noch schön als Schutz gedient hätte. Dass wir uns da nicht runterlegen, aber früher oder später muss es sowieso raus. Gut. Ja, ist ja gut. Diese Sounds, ne? Sind echt schlimm. Ey, ich sollte oben am besten mal Treppen hinbauen, bevor wir jetzt hier unten alles abtragen. Das wäre eine schlaue Idee. Und hier könnte ich mal testweise mit der Glas hinpacken. So. Da, ne? Das ist ja... Ja, tot. Tot ist das. Gut, ja, so ungefähr. Mach mir mal Crafting Table hin. Hier wollte ich übrigens die Glass Panes hinmachen. Hier so und dann da vielleicht so rum. Ich mach das mal. So ein bisschen. Aber ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was wir mit der Ebene hier machen. Die eine Idee war, dass wir hier so einen Fallschacht machen. Aber mal gucken. Crafting Table. Den setze ich mal hier hin. Gut, wir machen uns mal ein paar Treppen. So. Gut. Was wir hier hin machen, ich glaube, hier mach mal Wände hinten, ne? Vielleicht auch Stonebricks, deshalb habe ich den ja mal mitgenommen. Ganz gut zum Stein da passen in der Mitte. Weiß ich nicht. Das können wir eigentlich auch offen lassen. Grundsätzlich, aber... Nee, ich werde das zubauen. Ich habe Angst, dass ich da irgendwann runterfall. So. Gut. Gut. Dann hier kommen natürlich auch wieder die Logs hin, was jetzt ein bisschen gefährlich ist, weil wenn da oben man spawnt und uns hier runterschießt, dann... sind wir ziemlich mausetot. Gut. La. Das kommt mal weg. Da kommt hier Glas hin. Glas. Hier. Das ist sehr schwierig zu sehen gerade. Natürlich sollte ich hier auch ausleuchten. Das wäre nicht so verkehrt. Ich mache mal hier überall. Da. Hier kommt die eine hin. Da kommt auch eine hin. Gut. Haben wir auch schon ein bisschen ausgeleuchtet. Minimal. Minimalmengenausleuchtung. Ja, gut. Hier könnte man ja dann theoretisch den Stein lassen, hier so. Nur da man da eben... Weiß ich nicht. Entweder im Stone Bricks oder normalen Stein. Wobei ich normalen Stein hier fast ein bisschen anziehender fände. Und ich ruck mal ganz kurz hier oben die Erde raus.
schwitzt so ein bisschen. Kommen wir ja zum Glück noch ganz gut ran. So, hier auch. Und hier auch. So. Kann ich hier eigentlich schon mal Steine reinbauen? Meine Decke wird auf jeden Fall aus Stein werden. So. Ja, ich mach dann hier Stein hin, ne? Seid mal nicht böse, ich mach hier Stein hin. Ja, wir haben massiv viel Stein brauchen. Oh, heilige. Uiuiui. Ich mach mal ganz kurz hier Cobblestone drauf, um hier Logs zu platzieren. Ich weiß, ich lebe hier gerade sehr gefährlich. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Und dann kann man hier eigentlich schon mal super. Und da haben wir, sollten wir genug Glas mit haben. Ganz genau. So, das wird doch dann schön, ne? Das wird dann richtig geil. Boah, ja, ich feiere das jetzt schon. Ich fühle das richtig, würden manche Leute sagen. Nicht so mein Wort. Jetzt denkst du, es ist meine Aussprache. Aber es sieht gut aus, finde ich. Es hat schon mal echt was. So, den Stein nehme ich mal ganz kurz her, um hier ein bisschen zuzubauen. Hier so. Ich möchte mich da nur ungern verbauen mit dem Stein. So. Gut. La, 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 la. Boah, ja. Und dann da auch noch so Glas bis da oben hin. Oh ja, oh ja, oh ja. Das wird gut. Das wird saugut. Ich baue nochmal ganz kurz hier oben das Holz hin. Ey, das ist saugefährlich, was ich hier mache. Das ist super gefährlich, was ich hier mache. Das ist eigentlich ein bisschen hirnrissig, aber ich bin auch ein bisschen hirnrissig. Deshalb mache ich das hier so. So. Gut. Ah, ich bin so ein Depp, ne? Ey, ich bin so ein Depp. So, weg damit. Gut, da regnet es gerade noch rein. Es ist halb so schlimm. Wir werden dann da bald Glas hochziehen, Stein hier zumachen. Und dann werden wir wahrscheinlich die Wände hier alle aus Stein machen. So sieht's aus. Gut. Die Zeit schreit schon wieder bald. Das heißt, ich gehe nochmal ganz kurz runter. Hier so und platziere mal Treppen hin. Das wäre mal eine gute Gelegenheit gerade. So. Und dann können wir auch von mir aus die Folge beenden. Gut. Gut, gut. Ich muss hier fast noch ein Screenshot machen. Am besten ohne Crafting Table hier. Der steht da ein bisschen blöd im Weg. Wie wäre es, wenn wir den hier hinstellen? Weiß ich nicht. So. Ja. Gut. Beziehungsweise hier so. Jetzt ist gut. Reicht schon. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut rein. Ich bin raus und ciao, ciao.